Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um ein Toy, was wir uns von einer Collector Edition holen können. Und zwar von der Collector Edition von Shadowlands. Und ja, hier ist es vielleicht ein bisschen verwirrender, von welcher Version wir es kriegen. Es gibt ja diesmal insgesamt drei. Einmal die normale, dann die Heroic-Version und dann die Epic-Version. Und ja, ich muss euch leider mitteilen, ihr müsst die teuerste, also die Epic Edition kaufen, dass ihr dementsprechend auch dieses tolle Toy bekommt, was ich euch jetzt gleich zeigen werde. Und für die Epic Edition kriegt ihr ja auch noch einen Mount und einen Transmog und ein Pet und viele andere Geschichten. Da werden wir uns aber nicht genau darauf eingehen, sondern hier dementsprechend auf den Ruhestein. Und zwar schimpft sich der Ruhestein des ewigen Reisenden. Und das ist auch so ein anderes Ruhestein-Design, zumindest eine andere Animation, wie schon bei den verschiedenen Events, die man übers Jahr erspielen kann. Und die gucken wir uns jetzt einmal ein bisschen genauer an. Und zwar, wenn wir es einsetzen, steigen wir in die Luft und lösen uns so langsam auf, quasi in die Geisterwelt nach Shadowlands. Und ich muss sagen, da haben sie sich echt was einfallen lassen. Ist ein cooles kleines Gimmick. Ob es einem natürlich jetzt wert ist, dafür die teuerste Version zu kaufen, sei jetzt mal dahingestellt, aber das ist ja wie gesagt nicht das einzige Gimmick, was man dafür erhält. Für mich als Sammler war es klar, ich muss es mir holen, weil ich will meine Sammlung ja irgendwo komplett haben. Ja, das war es eigentlich schon. Ich kann euch jetzt auch nochmal kurz das Mount zeigen. Das kennt ihr ja sicher schon. Und dann gibt es auch nochmal ein Pet. Schauen wir mal, ob wir das noch rausfinden. Das müsste auch noch hier mit drauf sein. Wie heißt denn das Ding? Jetzt sage ich einfach Schattenlande. Ah, bei Shadowlands finden wir es. Ah, okay, ich habe es auch schon abgegradet. Das hier Anima-Würmling sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Mich wundert gerade, dass man hier nur mit dem englischen Begriff finden kann. Eigentlich auf dem deutschen Kleinen kann man es mit den deutschen Begrifflichkeiten auffinden. Und dann gibt es halt noch ein Transmog-Set. Das habe ich ja euch auch schon mal in einem anderen Video gezeigt, wo ich quasi einen Farmspot gezeigt habe. Das ist dieses Set, ist glaube ich für alle Rüstungsklassen soweit. Also, wenn euch das nur interessiert, dafür könnte man dann natürlich auch das Gold oder das, also Gold, indem man quasi mit WoW-Marken sich das kauft oder die Euronen quasi ausgeben. Genau, das war's mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.